So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Smaragd. Und nach exzessiver Informationsbeschaffung habe ich jetzt endlich mal herausgefunden, wann Abra Konfusion erlernt, und zwar auf Level 16, wenn es sich in Kadabra weiterentwickelt. Also werden wir jetzt dieses verdammte Abra leveln, bis es Level 16 erreicht. Verdammt nochmal. Danach werden wir auch endlich diesen verdammten Arena-Kampf bestreiten können. Es wurde auch Zeit, wenn ich das mal so sagen darf. So, Abra wird ausgetauscht gegen... Wir leveln mal parallel dazu noch ein wenig, das Pfiffieren kann ja nie schaden. Wenn das Level 18 erreicht, wird es sich ja auch weiterentwickeln, und zwar zu Magneien. Könnte ja auch ganz nützlich werden noch. Deswegen leveln wir das mal parallel dazu, können wir ja gerade so ein bisschen verbinden hier, da wir das Abra so oder so immer austauschen müssen, weil das Mistvieh ja nur Teleport kann. Und Zubat kann nur Superschall. Es ist so lächerlich hier. Können wir das Pfiffieren gleich wieder austauschen. Ja, Pfiffieren. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Wie soll es auch anders sein? Dann holen wir doch unser Reptile raus. Ist am einfachsten und am schnellsten. Und Zubat setzt wieder Superschall ein. Herrgott nochmal. Okay. Der Ruckzuckieb muss nur treffen, dann war es das eh. Und es hat sich auch vor Verwirrung selbst verletzt. Echt Hammer. Seht ihr, Zubat kann nur Superschall. Es kann einfach nur Superschall, sonst nichts. Nichts, nichts, nichts. Und es stirbt nicht von einem Ruckzuckieb. Okay. Get your facts straight. Verdammtes Zubat. Okay, dann setzen wir halt ein, Verfolgung. Oh, das war's. Aber Zubat bringt generell wenig XP, also wird das auch unserem Abra relativ wenig bringen. Ja, wir müssen gerade mal nachschauen, wie viel EXP das Abra überhaupt braucht für einen Level-Up. Nein, ich will es nicht tauschen. Bericht. 445 EP-Punkte. Das könnte noch eine ganze Weile dauern. Aber okay. Wir leben mal damit. Wir leben mal damit. Wir machen einfach munter weiter, so als wäre gar nichts passiert. Überhaupt gar nichts. So, wir tauschen mal unser Reptile. Und ein Absorber wird das Kleinstein eh besiegen. Das leistet ja immer relativ wenig Gegenwehr gegen ein Pflanzen-Pokémon. Da hat das eh keine Chance, von daher. Einfach weggerotzt, das Vieh. So, da kriegt Abra schon mal einiges mehr an EP-Punkten. Das heißt, wenn wir von diesen Kleinsteinen so ungefähr 10 über den Haufen rotzen, dann hat Abra schon sein Level ab. Das dauert noch eine Weile. Ich glaube, das wird die ganze Folge jetzt in Anspruch nehmen. Dafür kriegen wir dann in der nächsten Folge unseren verdammten Orden. Herrgott nochmal. Es wurde auch Zeit. Kadabra ist dann unsere Geheimwaffe. Damit wird Camillo nämlich nicht rechnen. Der hieß doch Camillo. Ich glaube schon. So, ein Absorber wird auch gegen das Makuhita relativ reinhauen. Vielleicht sollten wir auch vor dem Arena-Kampf noch alle anderen Pokémon mindestens auf Level 10 bringen. Nach Graphitport City wird das Leveln ja ein bisschen einfacher. Da haben wir stärkere Pokémon im hohen Gras und so weiter. Da geht das alles ein bisschen einfacher als hier. Ach, schauen wir dann. Aber Level 10 sollten wir es dann schon alle haben. Oder wir leveln die nach dem Arena-Kampf auf Level 10 hier in der Höhle. Was machen wir dann noch, bevor wir weiter aufbrechen? Jetzt habe ich gerade entschieden, ja. Lass uns mal schauen dann. Ah, kein Teleport. Wir setzen ein Reptile. Und benutzen mal den Ruckzuckieb. Der Absorber hat das ja gerade nicht ganz fertig gemacht. Aber der Ruckzuckieb macht auch nicht viel mehr Schaden. Also weniger, um ehrlich zu sein. Verdammt nochmal. So, noch ein Ruckzuckieb und das war's auch für Makuhita.
Ah, doch, doch, das aber wirklich sein Level-Up erreichen. Na, no. Wie viel brauchst du denn noch? Mal zwischendurch mal nachgucken. Und wird ungefähr einen Richtwert haben, wie viel Zeit das noch in Anspruch nehmen wird. Ja, noch eine Weile. Ungefähr 6 Pokémon müssen wir noch erledigen dafür. Ungefähr grober Richtwert. Je nachdem, was wir jetzt natürlich hier auf dem Teller bekommen. Was aber teleportiert sich eh weg. Können wir gleich fliehen aus dem Kampf, in dem unser Abra auch Teleport einsetzt. Yay! Okay. Dann laufen wir weiter hier drin rum. Mal sehen, was uns hier noch so ins Gesicht hüpft. Noch so ein widerliches Zubat. Das ist doch nicht euer Ernst. Tauschen wir mal das Abra gegen Makuhita? Ninkada? Ah, wir leveln jetzt erstmal das Abra, komm. Scheiß auf die anderen Pokémon zu leveln. Wir geben jetzt erstmal Vollgas mit dem Abra, damit wir endlich den verdammten Orden bekommen. Ah, Superschall, war ja klar. Ich glaube, ich sollte mir was zu trinken hier hinstellen, wenn ich aufnehme. Ihr kriegt mal nach einer Weile voll das Pappmaul. Das ist jetzt, glaube ich, schon insgesamt die dritte Stunde, die ich heute aufnehme. Das dritte Spiel. Ja, ja, so ist das Leben. Boah, es ist echt anstrengend, so viel aufzunehmen am Tag. Ich muss das ein bisschen mehr verteilen. So funktioniert das nicht. Reptilien ist nicht mehr verwirrt und Reptilien setzt ruckzucki bei. Ja, okay. Na komm, jetzt setz aber den Ruckzuckieb ein. Wehe, du bist... Ach, verdammt nochmal, scheiß Zubat. Ja, sehr effektiv, ist klar. Jetzt aber. So, Zubat besiegt. Wie viel XP bekommen wir denn dafür? 40 pro Pokémon. 27 pro Pokémon. Gott nochmal, ey. Hätte ich auch im Anfangsgebiet bleiben können, bekomme ich genauso viele Erfahrungspunkte. Oh, immer so ein kleines süßes Makuhita. Oh. Das werden wir aber auch schnell besiegt haben. Wie die ganzen anderen Pokémon vor ihm. Die haben alle keine Chance gegen uns. So, mal wieder unser episches Reptilien. Auf jeden Fall müssen wir Reptilien vor dem vierten Orden auf Level 36 kriegen, das ist wichtig. Wenn wir nämlich bei der Feuerarena kein Gewaldrohr haben, stinken wir richtig ab. Und wir sollten uns bis dahin auch ein ganz gutes eigenes Feuer-Pokémon zulegen, wir müssen ja über den Feuerpfad dann. Das ist wichtig. Mal sehen, da gibt es ja genug Feuer-Pokémon. Ich denke mal, wäre nicht schlecht, wenn wir uns dann Kurtel oder so fangen. Mal gucken. So, vor dem Zubat fliehen wir jetzt mal. Ich habe wirklich keinen Bock darauf, als mit diesem scheiß Superschall. Wir könnten ja eigentlich auch in der Arena an sich trainieren, wenn wir Abra direkt reinschicken. Und dann das Reptilien hinterher. Nimm das Reptilien, mach das Macholo platt und Zubat kriegt EXP. Wir verlieren vielleicht, aber wir bekommen mehr EXP, als wenn wir andauernd in der Höhle rumdümpeln. Wollen wir das mal machen? Ah, das kommt. Wir haben mal Zeit, wir haben mal Zeit. Wir müssen das Let's Play ja nicht in den nächsten zwei Folgen beenden oder so. Von daher machen wir das mal alles in aller Seelenruhe. Und wir müssen hier hoch, hier rauf müssen wir, nach rechts. Und jetzt gehen wir wieder nach links. Ach ne, hier nach links. So. Da haben wir hier schon den Camillo noch, den zweiten Orden. Labern wir den mal an. Na, und da hat die wilden Strudel gemeistert. Oh, ich was für dich. Na, ja, zeig mal deine Pokémon her. Jetzt kommt er wieder mit seinem Level 16 Macholo. Ohohoho.